Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Beyond, Folge 33. Ich habe hier unser Monument etwas erweitert, die Base soweit fertig gemacht und habe auch angefangen, hier die Wüste zu erweitern. Das hatten wir ja gesagt, dass wir das machen. Ja, erstmal nur um das Monument herum. Dafür habe ich auch einiges an Sand gefarmt noch. Und wir gucken mal, ob wir später dann auch noch vielleicht diese komplette Insel als Sandplatz machen. Dann könnten wir hier einen Durchgangweg machen und dann hier noch irgendwas Interessantes gestalten. Jetzt muss ich erstmal hier dieses, ja, den Platz, den ich sauber gemacht habe, beziehungsweise den ich umgebaut habe, in eine Wüste verwandeln. Das heißt, ich muss hier einfach alles Mögliche mit Sand bedecken. So. Geht auch schon relativ schnell. Ist nicht so, dass es jetzt ewig dauert. Und dann müssen wir hier natürlich auch wieder Wasser anlegen. Weil ich möchte es ja, das Monument von Wasser umflutet haben. So. Bildeswand. Habe ich umsonst jetzt das hier gemacht? Also nein, natürlich nicht. Hat ja alles Sinn und Zweck hier. So. Ich war extra damit beschäftigt, mir wirklich, obwohl ich in der Wüste wohne, das ist immer noch der Lacher schlechthin, Sand zu besorgen. Weil ich hier einfach keinen Sand abbauen will und dann eine hässliche Gegend haben möchte. So, das Wasserloch hier wird auch noch zugemacht. Wir machen hier komplett neues Wasser. Oh, wo geht's denn dahin? Aha, interessant. Da geht's nach unten. Habe ich mich da mal hochgebaut? Weiß ich gar nicht mehr. So. Ich belege einfach jeden Platz, der nicht Sand ist, mit Sand. Und hoffe, dass es am Ende relativ gut aussieht. Ich habe natürlich schon ein bisschen geformt, wie das hier aussehen soll. Aber wie es am Ende aussieht, weiß man ja natürlich nicht. Deshalb, ich werde zwischendrin auch noch ein paar Blöcke dann verändern. So. Habe ich auch alles Mögliche eingebaut, ja. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, dass das möglichst Sandstein ist oder sonst irgendwas. Es ist ja Banane. Sieht man ja sowieso nicht. Ups, falsch. So. Da noch ein Block hin. Dann sieht es schon relativ natürlich aus. Und darauf soll es auch ankommen, ja. Ich möchte ja hier nicht so ein hässliches Ding hinpflanzen. Was man so überhaupt nicht in die Landschaft setzen sollte. Ich habe keinen Sand mehr. Sondern es muss passen. Oh, wir könnten den Wassereimer mal noch füllen. Oh, ich muss gleich niesen. Sorry. Das kam gerade einfach so. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich habe nämlich gerade im Bad die Waschmaschine umplatziert, beziehungsweise rausgemacht, weil nachher kommt unser neues Gerät. So, gut, dann machen wir hier die Schaufel.
Die Schaufel hier habe ich voll overpowered. Die hat 18 Mining Speed. Die geht richtig ab. Habe ich jetzt. Oh, doch. Ich wollte schon sagen, ich hätte zu wenig Sand mitgenommen. So, gleich fertig. Dann müssen wir uns ums Wasser kümmern. Das wird auch eine interessante Geschichte und ich habe natürlich alles Wasser hier weggemacht. So, wenn wir jetzt mal auf die Minimap schauen. Haben wir hier einen schönen Bereich eigentlich dazu gemacht. Ja. Fließende Dinger eigentlich. Nicht so eckig. Passt mir. So, halt, einen Eimer habe ich dabei. Dann machen wir uns mal hier eine unendliche Wasserquelle. Was ist denn das hier eigentlich? Granit. Ja, ich weiß, das ist von Shadow TS. So, habe ich jetzt eine oder habe ich... Na, ich habe zweimal den gleichen Block genommen. So, also den linken brauchen wir noch. Jetzt. So. Es dauert natürlich ein bisschen bisher, aber wir sehen das hier gut. Habe ich da schon? Ja. Es dauert halt jetzt ein bisschen, bis hier überall Wasser ist. Ups. So. Und ja, ich hoffe mal, das sieht am Ende gut aus. Würde euch zum Ende dieser Folge auch noch was anderes zeigen, was gut aussieht. Was Shadow TS gebaut hat. So, jetzt mache ich mal kurz diese Ecke hier fertig. So. Passt. Nein. Die Ecke. Ist das hier alles richtig? Oder fließt das hier noch? Ich hoffe mal, es passt. Wir werden das später sehen, ob es fließendes Wasser ist oder ob es stilles Wasser ist. Ne, G wollte ich drücken. Alla hopp. Passt.
Würde ich sagen. Man muss ja nur immer darauf achten, dass man die richtige Höhe nimmt. Sonst macht man unten drunter wieder fließendes Wasser. Aber das sieht man ja dann auch. Jo. So, Hund vom Nachbarn bellt, da ist es, die Post ist da. Beziehungsweise der Lieferdienst. Könnte so sein. Hab mir auch überlegt, ob ich hier noch Glowstone irgendwie reinbaue. Habe ich jetzt aber noch nicht. Mache ich aber vielleicht noch. Dass das hier auch noch ein bisschen leuchtet. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hier fertig bin. Bis gleich. Zurück. Und wir sind soweit fertig. Wir haben außenrum jetzt wirklich einen Wasserplatz geschaffen. Was mich gerade irritiert ist, wieso da unten eine andere Farbe ist. Okay, das ist einfach nur so. Das passt hier schon alles. Ja, soweit so gut. Ich habe gerade noch ein bisschen eine Idee bekommen, FTP Home. Weil ich müsste irgendwo noch gewisse Sachen haben. Die könnten wir dahin pflanzen. Hier. Ich nehme mal ein bisschen Glowstone mit. Hier. Fünf. Fünf ist nicht viel. Reis. Könnten mal gucken, ob wir den Reis anpflanzen können. Oder wir machen. Oh yeah. Wir holen uns hier ein bisschen Zuckerrohr. So. Das könnten wir da nämlich auch noch schön hinmachen. Auf jeden Fall möchte ich die Rosenblätter da drauf machen. Vielleicht vermehren die sich ja auch noch. Das geht gar nicht. Die wachsen alles so, der Reis. Aber man kann die nicht reinpflanzen. Das finde ich doof. So, lass mich mal kurz gucken. So, wenn ich das da dran mache. Die Mitte ist hier. Aber wir müssen ein bisschen gucken, dass das natürlich symmetrisch ist. Nee, warte. Das ist ja gar nicht symmetrisch. Das sind ja vier. Da auch. Och, Quark. Dann nehmen wir den hier. Jetzt ist so dunkel geworden. Und hier bin ich ja. Ne, doch, passt. Nein, falsch.
Nö, Luft. Hallo. Danke. Hat aber lange gedauert. Bis der gecheckt hat, wo er hin muss. Och nee, jetzt habe ich da wieder falsch gebaut. Kostet mich alles Glowstone. So, jetzt aber. Jetzt gucke ich, ob ich hier auch falsch gebaut habe. Natürlich. Und hier haben wir noch gar nichts gemacht gehabt. Da können wir schon nichts falsch machen. So. Habe ich das da richtig gemacht? Ja. Ich hatte gerade wieder den Gedanken, ich hätte was Falsches gemacht. So. Fertig. Jetzt sieht es zumindest ein bisschen noch schöner aus. Achso, halt, wir haben ja hier noch Zuckerrohr. Na, hier nicht. Da noch ein bisschen. Ja, das bisschen war's. Mehr habe ich nämlich nicht. So, das soll es aber gewesen sein von unserem. Wie nenne ich denn das hier? Monument of. Auf Zickzack. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.